Wir haben verabredet, dass bis zum Jahresende genau zu diesem Punkt auch eine gesetzliche Grundlage geschaffen wird, sodass wir hier auch rechtliche Klarheit über das weitere Vorgehen haben. Der große Endlagerkonsens, ausgerechnet von Angela Merkel. Mitte der 90er ist sie als Umweltministerin von Helmut Kohl für eine Verschärfung der Endlagerprobleme verantwortlich. Ich halte Morsleben in dem Maße, wie wir es heute nutzen, für sicher. Und so wird weiter abgekippt im sogenannten Sturzverfahren. Eine Bergung der radioaktiven Fässer ist unmöglich. Die Gefahr? Aus tausenden Atommüllfässern entweicht Radioaktivität. Einsturz droht. Dabei wusste die Bundesregierung schon in den 90ern von den hohen Risiken. Hinter den Kulissen streiten die Beamten. Deshalb ist für mich die Erkundung von Gorleben vorrangig und wichtig und muss durchgeführt werden.